Vorurteil. Schulen bereiten uns nicht genug auf das echte Leben vor. Ja, ich glaube, dass Schulen uns nicht ausreichend auf das Leben vorbereiten. Wir leben ja mitten in einem Zeitalter der Digitalisierung und gleichzeitig arbeiten wir an der Schule hauptsächlich noch mit dem Overhead-Projektor. Und die wirklich in der Praxis relevanten Fragen, Mietvertrag, Versicherungen beispielsweise, was brauche ich davon, die finden in der Schule kaum statt. Dafür dreimal die Französische Revolution. Da hätte ich eine andere Meinung. Schulen bereiten uns nicht optimal aufs Leben vor, da bin ich dabei. Aber ich finde, sie bereiten uns schon ausreichend gut aufs Leben vor. Ich finde, das Wichtigste ist Problemlösungskompetenz. Dass wir reifen, dass wir uns sozial weiterentwickeln. Und da ist meiner Meinung nach die Schule besser als ihr Ruf. Also ich glaube, dass wir unglaublich viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer in der Schule haben. Der Punkt ist nur, dass sie ja häufig selber dem Lehrplan unterworfen sind. Und ich glaube, wir müssen dringend wieder dahin kommen, dass wieder das Lernen des jungen Menschen im Vordergrund steht und nicht das Abhaken von Inhalten, um der Bürokratie Genüge zu tun. Vorurteil: Lehrer sind mit der Digitalisierung überfordert. Natürlich gibt es da auch da schwarze Schafe, aber die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer wollen. Ich glaube, da müssen wir einfach ran und sagen, wenn wir Digitalisierung wollen, müssen wir auch die Strukturen daraufhin anpassen. Und das kommt viel zu kurz. Ich würde sagen, es liegt nicht zwingend an der Überforderung der Lehrer. Aber es liegt an dem, dass wir viel zu langsam im Bereich der Digitalisierung sind. Und das schon seit Jahren. Ich glaube schon, dass die Lehrer in der Digitalisierung überfordert sind, weil man ihnen auch gar nicht die Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Und wisst ihr, was mal richtig cool wäre? Mal so ein Hackathon für Lehrer. Wo dann die Lehrer die Aufgabe bekommen, sich in ihre Schule einzuhacken. Ach, da müsste aber erstmal ein Netzwerk da sein, in das man sich einhacken kann. Ja, 88%, das ist ganz klarer Auftrag an die Politik. Wir dürfen vor allen Dingen die Lehrkräfte mit dieser Erwartungshaltung nicht alleine lassen, müssen jetzt massiv investieren in die Aus- und Weiterbildung. Vorurteil: Der Bildungserfolg hängt in Deutschland von der Herkunft ab. Sicherlich ist ein Stück Wahrheit dran, dass das Bildungssystem leider noch nicht so unabhängig ist. Aber es kommt auch darauf an, was ich den jungen Menschen mitgebe an Spirit. Den ganz klaren Auftrag: Du kannst alles werden, was du möchtest. Egal ob Mechaniker oder Ingenieurin. Also ich glaube, wir müssen alles daran setzen, dass das, was du gerade beschrieben hast, die Regel ist. Also dass jeder es werden kann, wenn er sich anstrengt und dergleichen mehr. Und da setzen wir in Deutschland häufig die Rahmenbedingungen falsch. Das Erschreckende ist doch, dass gerade jetzt im Lockdown, während der Schulschließungen, sich diese soziale Spaltung im Bildungssystem ohnehin enorm in Deutschland noch viel weiter gespalten hat. Die monatelangen Schulschließungen haben dazu geführt, dass viele Kinder, die eben aus sozial benachteiligten Haushalten kommen, völlig abgehängt waren. Auch wenn es 44% als Vorurteil wahrnehmen, jeder, der das Gefühl hat, dass die Bildung am Elternhaus hängt, ist einer zu viel. Vorurteil: Für ein gutes Abi muss man nur in das richtige Bundesland ziehen. Ich komme aus Bayern, natürlich ist es wahr. Es liegt an den Personen, es liegt auch daran, dass wir bundesweit sicherlich auch einheitliche Standards definieren müssen, aber es liegt nicht alleine am Bundesland. Natürlich, das wissen wir alle, gibt es große Unterschiede in der Bildungsqualität zwischen den Bundesländern. Also teilweise auch Unterschiede von ein oder mehreren Schuljahren. Aber ganz so groß, dass man in Bremen beispielsweise das Abitur völlig geschenkt bekommt, ist es nicht. Also eine große Eigenleistung muss man auch in diesen Bundesländern mitbringen. Also sollen wir auch was dazu sagen dann oder einfach nur so, oh. Ja. Hallo Mama. Ja. Nee, das ist gerade. Das erinnert mich an 1, 2 oder 3. Genau. Letzte Chance vorbei. Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja.